Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel 1. Es ist die Ersatzfolge. Und ja, wir werden heute in der öffentlichen Lobby in China fahren. Müssen noch schnell ein Team aussuchen. Wollen wir bei Renault? Ach, geht nicht mehr. Und ja, das ist auch die Ersatzfolge. Mal wieder. Und ich will auch ein bisschen Formel 1 trainieren. Und das mache ich auch, indem ich online gegen andere Spieler fahre. Und deswegen mal schauen. Es gibt insgesamt 5 Runden. Fahrer helfen. Ja. Sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, los geht es. Aber los geht's. Mike Side 90. Den Namen müsst ihr euch merken. Geil. Jetzt bin ich Drittletzter, da kann ich ja richtig geile Punkte holen. Aber den Namen, den ich gerade gesagt habe, den Mike Seid, müsst ihr euch merken. Der Kollege ist, glaube ich, direkt neben mir. Der rammt nur. Und kann sich auch zurücksetzen. Also das ist ein Hacker, der da vorne, Mike Seid 90. Richtig guter Start hier am Anfang. Aus India. Oh, da gibt es gleich auch mal eine Rangelei. Und da sind wir gut weggekommen. Schon mal auf der 9. Da ist ein Toro Rosso, ein Red Bull nach links weggeflogen. Alles klar, was ist denn da jetzt los neben mir? Und da sind schon einige raus. Ein Ferrari ist hinter mir. Oh nein. Oh nein. Das ist genau der hinter mir, den ich nicht hinter mir haben wollte. Alles klar. Das habt ihr jetzt gesehen, wie er auf einmal abgebremst hat. Aber wir haben jetzt einen Renault vor uns. Ich finde es cool, dass der Kollege uns die Strecke da frei macht, sodass uns keiner mehr überholen kann. Und da gibt es gerade vor uns einen richtigen Fight. Und die sind beide raus. Aber da konnten wir leider nicht vorbeiziehen. Nice. Da mache ich mir wieder selber das Ring kaputt. Oh, damit sind wir wieder 16. Und man merkt, das geht gar nicht. So, dann ab in die Box. Noch, da bin ich auch relativ früh in die Eisen gegangen. So. Und damit bin ich auch schon 17. Und ich muss gerade niesen. Ah. So. But. Alter Falter.
Und wer ist denn da so langsam? So, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier, um an die Kollegen da ranzukommen. Da ist jemand in die Box gefahren. Ich komme immer näher ran. Das ist relativ gut. Jetzt sind wir 13 da. Dann Sieger ist General ACO. Na, den werde ich nicht mehr aufholen. Nee, das war's. 13. Platz finde ich dafür, dass wir vom auf dem 18. waren. Relativ gut, dass wir da nochmal ein paar Überholmanöver hatten. Und hier das Ding auf dem 13. zu Ende fahren. Obwohl wir einen Boxenstopp hatten. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, die kleine Ersatzfolge. Ich werde fleißig weiter trainieren. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach Leute, ihr wisst, dass ich eigentlich die Folge schon beendet habe. Aber Bonus-Special. Also wer jetzt hier noch eingeschaltet hat, der weiß, dass es jetzt noch ein zweites Rennen gibt. Weil das letzte Jahr nicht gerade berauschend war. Aber ich habe es wenigstens zu Ende gefahren. Diesmal starten wir auf Position 15. Mich immer gespannt. Und da sind wir schon mal auf Platz 14. 13. Jetzt geht's in die erste Kurve. Und da haben sich mehrere gedreht. Aber wir sind 12. Und da haben sich wieder welche gedreht. Der eine fährt ja einfach auf die Strecke. Und der eine dreht mich hier aus dem raus. 16. Ja.
Boah. Leute, Leute. Hier geht's ja richtig ab. Wow. Da wird der eine nach dem anderen rausgeschossen. Hier ist noch einer. Trick out. Hat er selber ausgetrickst. Ah. Nur 13. jetzt wenigstens. Und wir haben zumindest keinen Schaden abbekommen. Was ja sehr, sehr wichtig ist, weil da könnte der eine oder andere vielleicht mal auf die... Wow. An die Box fahren, wo wir den mal überholen können. Ja, ein bisschen weit draußen jetzt hier, aber 12. Sind vielleicht jetzt zum ersten Mal Punkte für mich mit drin? Das ist hier die große Frage. Für Force India, kann Schießstern für Force India ein paar Punkte holen? Jetzt haben wir schon mal Platz 10 und sind wir schon mal auf Punktekurs. Und da vor uns gibt es schon einen Zweikampf. So, wir können hier schon mal eine Bestzeit rausholen. Also zumindest eine neue Bestzeit für eine neue Runde. Und das wäre ja schon mal was Positives. Na, jetzt werden ja die beste neue Runde angezeigt, einer nach dem anderen. Aber da kann ich wahrscheinlich nicht mithalten. Ja, 1,24. Wir sind jetzt hinter dem 9. Auf die DRS-Zone warten. Da haben wir die. Ganz merkwürdig, wie er da fährt. Ist ja echt merkwürdig. Und jetzt müssen wir schnell weg hier. Und wir können jetzt langsam Abstand gewinnen zu den Fast MTH FCKR. Aber er ist wieder dran, oder auch nicht. Wir haben hier einen Fehler gemacht. Aber ist wieder reingekommen. Und da ist schon vom nächsten angegriffen. Und da ist vielleicht eine Dreierkolonne vor uns. Die brennen sich natürlich auch gegenseitig aus. Wenigstens der Top 10 hier noch ankommen. Ja, da haben wir zugemacht, den Jerry X hier.
Der wollte an uns vorbei, das war ja Spannung pur. Ihr müsst mal immer so auf den weißen roten Punkt achten, den ihr jetzt hier links habt. Wieder gelbe Flagge hier. What the fuck? Yes, Winter. Boom. Mit kaputten Frontflügel Winter geworden. Da gab es nochmal einen Mega-Crash. Also, wie gesagt, jetzt ist die Folge auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Lasst eine Bewertung da. Wenn ihr mehr von mir diesen Videos sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich, dass ich mehr mal so eine Online-Rennen aufnehmen soll. Wenn ihr kein Projekt von mir verpassen wollt, abonniert mich gerne, vergisst dann bitte nicht die Glocke zu aktivieren. Ich bin also King Rasko, wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, bis zum nächsten Mal, haut da rein, tschüss.